Hallo und herzlich willkommen zu Kochen, Backen und mehr. Heute wollen wir mal Käsespätzle machen. Die kann man ziemlich langweilig machen, aber die kann man auch ein bisschen interessanter machen. Wenn man sie langweilig machen möchte, braucht man Käsespätzle. Und dann braucht man noch Käse. Jetzt wird daraus ja kein Käsespätzle. Und die Kochsahne. Ja, dann hat man ein super schnell fertiges Gericht, jedenfalls die Vorbereitung. Aber dann schmeckt das ziemlich öde. Wenn wir das jetzt noch interessanter machen wollen, müssen wir das ein bisschen aufpimpen. Und dann brauchen wir noch eine Möhre. Oder in dem Fall vier. Also eine große Möhre und eine halbe. Oder je nachdem drei oder vier kleine Möhren. Wir haben ja vier kleine Möhren, weil Möhren sehr lecker sind. Eine Tomate. Wenn ich weiß, wie Tomaten geschnitten werden, da habe ich auch ein schönes Video dazu gemacht. Und eine Zwiebel. Normalerweise nehme ich diese gelben Zwiebeln, aber die hatten sie nicht. Und dann denke ich mal, werden auch rote Zwiebeln gehen. Ja, was brauchen wir noch? Also auch für die einfache, langweilige Variante brauchen wir auch Olivenöl oder normales Öl, je nachdem, was euch besser gefällt. Ich nehme zu allem Olivenöl. Dann brauchen wir noch so eine wunderschöne Pfanne. Da kommt dann der erste Teil rein. Und dann brauchen wir noch so ein Gefäß für den Backofen. Ich habe meins hier aus Glas, da kann man auch aus anderem Material, Hauptsache man hat was für den Backofen. Ja, das sind da schon mal die Zutaten. Und ja, der erste Schritt ist, dass man die ganzen Zutaten vorbereitet. Und zwar schämen wir die jetzt alle mal. So, als erstes schämen wir die Möhren. So, eine nach der anderen. Schämen wir das Beste, die Zwiebel. Ach so, man kann natürlich alles reinmachen, was man möchte, so in diesem Auflauf. Ich mache da wahrscheinlich auch noch ein bisschen Knoblauch mit rein. Dann nicht zu traurig werden beim Zwiebelnschälen. Zack, 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 zack. Am besten alles in eine Schüssel geben, dass wir es dann später haben. Zwischendurch mal kosten, ob die Produkte auch gut sind. Ja, das ist der Fall. Scharf, also gesund. Ja, das sind die Zwiebeln, so klein wie möglich. Und die Tomate müssen wir natürlich vorher waschen, weil die natürliche Verpackung von der Tomate, die essen wir im Gegensatz zu der Möhre mit. Und deswegen schneiden wir hier nochmal die Tomate. So, zack, zack. Und genau. Wenn ihr euch nur fürs Tomatenschneiden interessiert und nicht hier für das ganze Käsespätzle, dann müsst ihr mal in das Tomatenschneide-Video reingucken. Ist allerdings auch nicht interessanter, als was ich gerade mache. Außer, dass man nicht so verwirrt wird von den ganzen anderen Zutaten. So, und dann schälen wir noch als letztes unseren Knoblauch. Nochmal die besondere Gesundheit zu den ganzen Essen hier. Hier hat man ja das Problem nicht wie bei der Zwiebel, dass es einen zu traurig macht, wenn die Zwiebel da in die Einzelteile zerlegt werden. Mit Knoblauch hat man ja generell weniger Mitgefühl. Und deswegen ist das, glaube ich, der Grund, dass man bei Knoblauch nicht anfängt zu heulen und bei einer Zwiebel doch. So, dann haben wir schön, zack, zack, ganz viele kleine
süße Knoblauch, Knobeleien hier. So, inzwischen ist auch schon die Pfanne heiß und dann können wir loslegen. Als erstes nehmen wir hier unseren Knoblauch und machen den rein. So, wenn es so schön brutzelt, ist das auch ein gutes Zeichen, dass die Pfanne heiß ist. Dann nehmen wir hier so Pfannenwender. Ja, und wenn der Knoblauch so eine Weile alleine war und sich ausgetobt hat, dann können wir die Zwiebeln nehmen und die machen wir auch mit dazu. Da. Lecker Zwiebeln. Das sieht schon fast aus wie ein richtiges Menü. So, die sind dann auch wieder ein bisschen alleine. So, inzwischen sind so circa 5-6 Minuten vergangen. So, dann kommt auch schon die Hauptzutat dazu, die Spätzle. Zack. Schön die ganze Verpackung leer machen. Und so drücken wir die schön hier rein in den Knoblauch und die Zwiebeln. So. Genau. Und so werden die jetzt schön angebraten. Wenn man das so riecht, würde man das am liebsten sofort essen. Aber wie bei allen guten Sachen, die brauchen ein bisschen Zeit. Und dann freut man sich dann hinterher umso mehr drauf. Wenn ihr zu wenig Öl genommen habt, könnt ihr auch dann noch ein bisschen nachschütten. Dass dieser Brate-Effekt dann noch ein bisschen mehr da ist, wie so bei gebratenen Nudeln. So. Die Spätzle können ruhig schön mit dem Öl so ein bisschen eingeschmiert sein. So, die Käsespätzle jetzt so circa 3-4 Minuten alleine gewesen. Und dann nehmen wir schon ziemlich hartes hier, unsere Möhren. Schmeckt das hinterher auch schön möhrig und so ein bisschen knusprig. Ja, 3-4 Minuten oder 5, je nachdem vergangen sind, dann tun wir schon das Beste rein. Nämlich unsere schöne frische Kochsahne. Und dann schütten wir einfach zack rein. So, dass auch wirklich der letzte Tropfen da rauskommt. Rühren wir das Ganze. Und dieses Mal brauchen wir gar nicht so lange warten auf die nächste Zutat. Aber was sich immer jeder fragt beim Käsespätzle, braucht man für Käsespätzle eigentlich Käse? Ich glaube, es ist eindeutig die Antwort. Und ja, entweder man verteilt diese Verpackung in zwei Schichten, die Hälfte hier rein, die andere Hälfte dann gleich nochmal als Topping drauf, oder wenn wirklich sagt, Käse schmeckt mir so gut und es soll ein bisschen mehr nach Käse schmecken und nicht zu wenig, dann kann auch eine Packung Käse hier in die Pfanne tun und die andere Käse dann so als Gratin-mäßig da drüber streuen. So, und wenn der Käse hier drin schon käsig aussieht, dann erinnern wir uns dran, dass wir auch Tomaten geschnitten haben und die geben wir jetzt auch noch dazu. So. Je nachdem, welche Zutat man so am liebsten mag, kann man das auch ein bisschen variieren. Ein bisschen mehr Tomaten, wenn man sagt, Tomaten sind so lecker. Noch ein bisschen Möhren. Jetzt haben wir schon die meiste Arbeit. Und so ist es schon vom Arbeitsaufwand her fast fertig. So, und nun nehmen wir unsere Form hier. Jetzt tun wir das hier richtig schön in unsere Form.
unsere Glasform. Das Ganze kommt jetzt Backofen für da wieder 5 Minuten und dann tun wir noch schön den Käse drauf. Für Förder. Jetzt war das so alleine 5 Minuten im Backofen. Und dann streuen wir noch schön den Käse hier drauf. Je nachdem, wie viel wir schon reingemacht haben in die Haupt. Die Hauptkomponente haben wir dann nur noch so ein bisschen Käse drin, aber das ist eine Weile haltbar, dann kann man ruhig auch noch eine weitere Verpackung nehmen, wie ich schon angekündigt hatte, und die dann noch drauf. Wer meint, ja, nee, das soll ja nicht nur nach Käse schmecken, dann tue ich die ganzen anderen leckeren Zutaten gar nicht auskosten können, der kann das auch weglassen. Das reicht auch mit einer Packung Käse. Aber sieht ja auch schon jetzt viel hübscher aus, wenn da noch so ein schönes Bett an Käse da drauf ist. Ja, und dann kommt das wieder in den Backofen. Und dann heißt es warten und sich freuen, dass es fertig wird. Ja, und circa nach 40, 45 Minuten, vielleicht auch 50, ist dann leckere Käsespätzle Pfanne fertig. Dann können wir uns das servieren. So. Natürlich viel Käse jetzt. Ups. Und es uns schmecken lassen. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Teilt das Video auch sehr gerne. Wenn ihr mögt, abonniert mich, dann freue ich mich. Und viel Spaß beim Nachkochen oder mit meinen nächsten Videos. Vielen Dank, bis bald.